Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. So, ich habe ein bisschen unsere zwei Glasdrescher weiterlaufen lassen. Und der eine hat seine Aufgabe schon erledigt. Und der zweite ist hier noch ein bisschen, beziehungsweise der muss jetzt die Bahn hier fertig machen, die ist fertig. Und dann noch eine Bahn. Und dann haben wir schon das komplette Feld hier abgeerntet. Das ging ruckzuck, ich muss sagen, so eine Stunde im Verbund hat es dann gedauert. Aber das ist ja gar nichts. Hallo, was machst du? Erster Punkt, gerade anfahren, ist glaube ich die Devise. Gucken wir mal. Außerdem müssen wir den ersten Drescher noch holen. Den hier. Dem können wir mal hier den Kurs entlassen. Weil der muss noch ein bisschen abgetankt werden. Und ich glaube, der Helfer da vorne findet wieder die Zufahrt nicht. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man solche Sachen einstellt und dann funktioniert es am Ende nicht, weil der Helfer im Kreis fährt. Aber so ist es halt. Die Palette hier müssen wir natürlich auch noch abholen. Aber wir könnten mal hier gerade noch ein bisschen, warte mal. Halt, stopp. Die Reste verwerten. Wenn wir einfach schon mal da sind. Tempomat, so langsam. Ja, so viel ist es nicht wirklich. Da lohnt sich eigentlich kaum, den Drescher anzuschmeißen. So, was ich auch jetzt inzwischen rausgefunden habe, ist, dass wir Feld 9 doch bearbeiten können. Das hat mich ja immer gewundert, dass hier User und so dran stand. Ich habe nachgeschaut, ich habe es ausprobiert, wir können Feld 9 gerade noch so angehalten. Wir können Feld 9 bearbeiten. So, der lädt ab. Dann können wir den Abfahrer hier mal wieder auf Kurs bringen. Weil der, ich weiß nicht, was der vorhat. Will der Ringelpitz mit Anfassen spielen? So, und jetzt, wenn er richtig längst, dann fährst du eigentlich direkt auf den ersten Punkt zu. Aber der will den gar nicht finden, glaube ich. Ich glaube, der hat keinen Bock. So, jetzt ist er aber eigentlich unweigerlich dran. So, der ist fertig. Dann können wir den mal zuklappen und beiseite stellen. So, Abfahrt bereit. Dann suchen wir gerade mal den anderen. Der hat gar nicht mehr so viel drin. Einfach gerufen. Den können wir entlassen. Da können wir auch schnell selber rüberfahren. Brauchen wir jetzt keinen Abfahrer mehr für. Ich hoffe mal, ich habe die richtige Peilung hier. Ja, passt. Okay. Achso,
Tempomat. So, außerdem werden wir später gleich... Warte mal, ich könnte hier mal... Warum lädt der jetzt wieder nicht ab? Nee, wir können hier auch mal gerade... Hä? Warum lädt er nicht ab? Und warum gibt es die Option zum Abladen nicht? Ah, Rohrposition. Okay. So, ich wollte gerade mal gucken, dass wir zu unserem Sägewerk kommen. Aber irgendwie kommen wir da nicht hin. Jetzt hier. So, hier habe ich nämlich schon wieder zwei Tiefladerpaletten fertig. Und ich dachte, wir verhökern die auch gleich wieder. Ich würde mir gerne nicht nämlich ein, zwei Sachen gönnen. Vielleicht auch noch in dieser Folge. Und dazu müssen wir eben die Paletten verkaufen. Es bedarf jetzt ein klein wenig Feingefühl, hier rauszukommen. Oh. Ach ja. Da drüben stehen auch noch ein paar Paletten. Aber uns genügen jetzt erstmal die hier, oder? Nee, Quatsch. Sonst verschenkt man ja auch von dem Preis, gell? Also, einmal wenden. Dann gucken wir mal. So. Es fehlt ja nicht viel. So, waren ja nur 5 Palettchen. Gut, den hier werden wir dann... Ich muss gerade mal gucken, wo überhaupt der Preis gut ist. Im Baumarkt. Also, Sägewerk, Baumarkt. Tüm. Der hat nur bis 18 Uhr offen, ja, müssen wir dran denken. Der hat eine Öffnungszeit von 8 bis 18 Uhr. Auf dem Weg müssen wir, glaube ich, dem Helfer ein, zweimal helfen. Hier habe ich übrigens alles Mögliche an Paletten schon mal zwischengelagert, was eben fertig ist. Einfach, dass wir einen kleinen Vorrat haben. So. Ich fahre mal gerade hier noch raus, weil in der Regel gibt es Probleme, wenn wir hier rausfahren mit dem Abfahrer. Der fährt sich immer irgendwie im Zaun fest. Deshalb fahre ich einfach mal kurz hier. Oh, da habe ich noch das Glasgewicht liegen.
Nein, jetzt. Aha. Komme ich nicht durch. Oh doch, bin durchgekommen. Ich dachte irgendwie, das funktioniert nicht, aber so soll es doch für mich okay sein. Also, wir machen weiter Kohle hier. Ein bisschen Paletten verkaufen. Und wir gucken mal nach dem Drescher. Hier, den hier. So, unser LKW fährt jetzt einmal hier über die komplette Map hoch zum Baumarkt. Bis der dort ist, ich denke mal, das wird Ende der Folge sein. Er wird sich wahrscheinlich ein-, zweimal festfahren. Auf dem Rückweg holen wir dann hoffentlich die Palette hier auch noch ab. So, wir machen jetzt doppeltes Abladen. Bin mal gespannt, wie viel Soja wir eigentlich insgesamt hier bekommen haben. Es wird schon interessant. Ja, so ein bisschen Schieben ist erlaubt. So, die sind schon mal gekoppelt. Der Ladewagen ist auch leer, das ist auch sehr schön. Ah, der John Deere. Ich könnte den ganzen Tag nur mit dem John Deere rumfahren. Nein! Uiuiui. Habt ihr das gesehen? Meisterlich. Wirklich, also den ganzen Tag mit dem John Deere fahren, kein Problem. Bei dem Sound. Aber ich will mal gerade die Palette hier ein bisschen auf die Seite schieben. Gut. Ich hänge jetzt einfach alles hier dran, glaube ich. So, der ist dran. Den hier schicken wir einfach ab. Anhalten. Den hier steigen wir ein. Da brauchen wir keinen Abfahrer mehr. Wir müssen jetzt hier eigentlich nur noch dann die weitere Feldarbeit machen lassen. Oder machen. So. Und unser Konvoi setzt sich wieder in Bewegung. Na, wenn der Motor an ist.
Ah, der fährt schon wieder, ey, der fährt schon wieder einen Kack hier. Ich bin nur geradeaus gefahren. So, der Klaas wird uns gleich entgegenkommen, wenn der abgeladen hat. Vielleicht lässt das sich ja ein bisschen Zeit. Sodass wir nicht allzu viele Probleme kriegen. Ich muss dem eigentlich so schnell wie möglich den Weg versperren. Alter, was fährt denn der da hinten? Ich fahr doch nur geradeaus. Guck mal da hinten, was der macht. Jetzt habe ich verpeilt hier weiterzufahren. Weil gleich müsste der Klaas um die Ecke kommen. Da kommt er schon. Kollege, du kannst mal aufhören. So, sehr gut. Und die anderen sind natürlich hängen geblieben. Ey, ich weiß nicht, was dieser Abfahrer sich dabei gedacht hat. So, ich werde jetzt hier noch zwei kleine Anschaffungen tätigen. Die müssen sein. Ich mach den hier gerade mal aus und dann laufen wir mal zu dem doofen Helden da hinten. Jetzt hoffe ich nur, dass die anderen da durchkommen. Und nicht auch an dem Teil hängen bleiben. Sieht aber gut aus. Die sind ein bisschen intelligenter wie der Fahrer von dem Klaas, von dem zweiten Lexion hier. So. Guck mal gerade, ob ich den daneben kriege. Auf diese Seite geht wohl. Dann stellen wir aber den zweiten auch noch ein bisschen vor. In welchem sitze ich denn jetzt? Wieder im falschen. Eieiei. Was ist denn da los? So, und die kleine Anschaffung ist ganz easy. Sind lediglich zwei Kercher. Einen pappen wir hier in die Ecke. Und den anderen hier. Eigentlich müsste er da irgendwo hingehen. So, das soll es auch schon gewesen sein. Dem Tatra müssen wir gucken, unbedingt. Der hängt wahrscheinlich an irgendeinem gelben Schild, genau.
gut, haben wir ihn befreit. Dann können wir mal hier kurz Attacke machen. Muss nämlich alles schön sauber werden. Darauf müssen wir achten, sonst verkommt unser Equipment zu schnell. Zwei von diesen Lexions sind schon geil. Muss man dann zusagen. Da geht es. Die Feldarbeit auch ruckzuck, ja. Dreschen ist normal ein langer Vorgang. Ich muss hier mal den Helfer noch entlassen. Gut, und dann kann unser Drescher-Equipment wieder in seinen Stall. Stall ist gut. In sein vorgesehenes Lager. Das nächste wird sein, dass wir Raps auf Feld 9 ernten, denke ich. Oh, da habe ich ja gar keinen Platz. Hoffentlich reicht es. So, passt. Raps auf Feld 9 müsste eigentlich dann funktionieren, weil ich ja inzwischen weiß, wie das geht. Das Problem ist ja, dass das als User gekennzeichnet ist. Das heißt, irgendwie, irgendein Attribut stimmt da nicht. Vielleicht absichtlich, vielleicht nicht, das weiß ich auch nicht. Könnte sein, dass die Modder hier das absichtlich gemacht haben. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass ich hier rumkomme. Ohne Kontakt. Das sieht gut aus. So passt es. So, unser Lexion. Schon wieder durchdrehende Reifen. Aber das ist halt das. Ich meine, ich habe den... Oh, der ist aber gleich da. Können wir doch noch starten, ha? Huh? Ich habe den... den Weg hier mit nur einem Trailer eingefahren. Deshalb ist klar, dass der hier mit zwei ein kleines Problem hat. Und ich auch, so wie es aussieht. So. Passt. Oh, dann gucken wir doch dem hier einfach mal kurz zu. Dann können wir uns schön zurücklehnen. Wir werden hier jetzt auf jeden Fall die Paletten hinten drauf verkaufen. Die Paletten verkaufen und dann für uns hoffentlich genügend Kapital für die nächste Folge damit organisiert haben.
Komm ich da rum? Nee. Nee, nee, nee. Das wird nix. Aber dann machen wir das so hier. Erstmal. Ach so, falscher Trailer. Erstmal den hier, aber den hätte ich dann doch ein bisschen gern mehr auf der Seite gestellt. Weg damit und verkaufen. Funktioniert? Ja, ja. Okay. So, dann noch den anderen Auflieger. Also dieses Mal sind es ja nur zwei Anhänger. Aber das sollte uns trotzdem so 100, 120, naja, Quatsch. 200.000 sollte uns das schon bringen. So, und was ich jetzt was mir gerade eingefallen ist, wir müssen ja gar nicht schräg abladen, sondern wir können auch einfach sagen hier, wenn wir hinkommen, lade nach hinten ab. Und dann haben wir das nämlich einfacher gelöst. Mal dem einmal einen kleinen Schubs geben. Dem hier jetzt leider auch. Naja, wir können ja gleich mal gucken, ob es passt. Fakt ist, wir werden nächste Folge ein bisschen Geld haben. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich mir dafür kaufen soll. Weil wir sind hier fertig. Den stelle ich jetzt ein auf Schafe. Das ist das, was ich von hier bisher an Wegen gemacht habe. Boom, Schaf. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo, Kommentar und bis morgen. Ciao.